Herzlich willkommen wieder zum Losung und Lehrtext heute. Heute kriegen wir eine sogenannte Rückschau oder Rückblende in vielen, vielen Jahrhunderten zurück. Es war eigentlich das Ende einer Menschheit, aber auch wiederum der Neubeginn einer neuen Menschheit. Und ich glaube, ihr wisst jetzt schon, worüber der heutige Text ist. Ja, es geht um diese Episode, diese schreckliche Episode, wo die Menschheit so verdorben war, dass Gott da einfach einen Schlussstrich ziehen musste und diese enorme Weltflut, diese Sintflut dann über die ganze Menschheit kam. Und nur eine Handvoll haben sie überlebt nach Gottes Erwählung. Und das waren Noah und seine Kinder und Schwiegerkinder. Und die haben dann eigentlich einen Neubeginn begonnen. Und da heißt es in dem heutigen Text: Nach dem Ende der Flut sprach Gott: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. 1. Mose 22. Nun, wenn man aber in den Abschnitt hineinschaut in der Bibel, da ist noch einmal auch eine Aussage gemacht, die im Losungstext nicht erwähnt wird, aber die genauso wesentlich ist, als wie diese wunderbare Zusage Gottes, dass so ein Gericht, wie es damals war, nicht mehr über die Erde kommen wird, über die Menschen. Es wird zwar noch einmal ein schlimmes Gericht geben, aber da werden dann noch eine ganze, ganze Menge davor bewahrt und gerettet werden. Nämlich die, die Jesus als ihren Heiland und Erlöser erkennen und auch annehmen und an ihn glauben und sich nicht mitreißen lassen von der expandierenden und ausbreitenden Gottlosigkeit. Heißt ja, wie es war in den Zeiten Noahs, so wird es auch am Ende der Tage sein. Aber da wird auch noch einmal darauf hingewiesen, dass selbst in diesem Neuanfang der Kern des Bösen noch in den Menschen vorhanden ist. Und das beweist ja auch die Geschichte der Menschheit, ab diesem Zeitpunkt die verschiedenen Kriege und Katastrophen und Sachen, die es gegeben hat und auch jetzt noch leider gibt. Aber all das wird ein Ende haben. Und das ist einfach unsere Zuversicht und unsere Hoffnung, die wir nicht uns sozusagen aus einem Pie in the Sky sozusagen Wunschdenken selber fabrizieren, sondern weil es Gottes Wort uns vorhersagt, dass alles Leid und Not dieser Welt wird ein Ende haben. Aber bevor es soweit ist, wird noch einiges passieren. Heute denken wir daran, es ist Gründonnerstag und eigentlich ist es wiederum ein trauriger Tag, weil wir da wieder erinnert werden, wie der Herr wusste, was bevor ihm steht. Und hier war er beim Abschiednehmen von seinen Jüngern, die auch zunächst einmal das gar nicht überrissen haben und kapiert haben, was da auf Jesus, auf ihren Herrn, auf unseren Herrn zukommt, wie schrecklich das sein wird. Und so feiert er mit ihnen noch einmal das Abendmahl. Und horchen wir uns den Text an. Jesus nahm das Brot und dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.
das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Lukas 22, 19, 20. Ich denke, dass die Jünger, als der Herr Jesus diese Worte, bekannt als die sogenannten Einsetzungsworte zum Abendmahl oder zum Tisch des Herrn, dass sie noch gar nicht so richtig realisierten, was da der Herr Jesus eigentlich sagte. Aber es war ein Hinweis, dass das Brot, das gebrochen wurde, das so würde er zerbrechen und gebrochen werden. Sein Leib, der für uns hingegeben wird. Und er ermutigt sie, dieses Mal zu feiern, aber dann immer daran zu denken, was der Inhalt dieser Feier ist. Nämlich, dass Jesus sein Leib, sein Körper, sein Leben hingegeben hat und auch sein Blut. Im Blut war die Bedeutung und ist die Bedeutung die, dass die Versöhnung dadurch bewirkt wird. Durch das Vergießen des Blutes wurde eigentlich wieder Sühne bewirkt, nämlich vor Gott, der ein vollkommenes Opfer braucht, weil er vollkommen ist und kein Mensch wäre da in der Lage gewesen, so ein Opfer zu bringen, um unsere Sünden zu tilgen. Das war einzig und allein der Herr Jesus, der in der Lage war, das zu tun, und er hat's getan. Er musste es nicht, aber er hat's getan aus Liebe zu den Seinen. Und dieser Kelch ist auch ein neuer Bund, aber durch sein Blut besiegelt für uns, wie er da sagte. Ein neuer Bund ist, das heißt, Gott ist daran gebunden und verbunden, dass alle, die diese Tat Jesu für sich in Anspruch nehmen, im Glauben und Jesus bitten um Vergebung und Reinigung, sie bekommen das auch tatsächlich, weil er eben sein Leben und sein Blut gegeben hat. Wie es ja heißt, und das habe ich schon oft erwähnt, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Schuld. Was für eine Aussage, weil Jesus dich und mich und alle Verlorenen liebt. Die Tragik ist nur, dass viele, die verloren gehen und in der Ewigkeit getrennt sein werden von ihrem Erlöser und Heiland, sie haben es nicht anders gewollt. Sie haben es abgelehnt. Sie hatten die Entscheidung, an Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen und dieses Gnadengeschenk anzunehmen. Aber sie entschieden sich dagegen. Bist du dabei, bei denen, die sich dafür oder dagegen entschieden haben oder entscheiden? Ich wünsche mir so sehr, dass wenn du diese Worte hörst, dass du dein Leben Jesus anvertraust, dass du zu ihm kommst und ihn um Vergebung und um Gnade bittest. Weil Gott ist gnädig und barmherzig, von großer Güte. Und auch das ist einer meiner Lieblingsverse, dass Gottes Gnadenerweise sind jeden Morgen neu. Also auch heute hast du noch die Möglichkeit, diese Gnade in Anspruch zu nehmen. Das Einzige, was du tun kannst und musst, ist zu Jesus zu kommen. Bereit sein zu erkennen und bekennen, dass du ihn brauchst. Dass er für dich am Kreuz gestorben ist. Was für eine Liebe. Ja, schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast, auch heute wieder dabei zu sein. Und für mich ist auch eigentlich dieser Gründonnerstag immer wieder auch ein besonderer Erinnerungstag. Es ist auch der Tag, an dem meine Mutter, also meine Mama, ziemlich jung, mit 51 Jahren, nach Hause gegangen ist, wo sie gestorben ist. Aber bevor sie gestorben ist, hat sie noch erkannt,
dass Jesus auch ihr Heiland ist und hat ihn auch angenommen. Und darauf freue ich mich auch Sie und noch viele andere, die diesen Weg der Erlösung gegangen sind, dann auch eins zu treffen. Also bis heute oder für heute. Servus und Gottes Segen wünsche ich dir auch. Servus. Thank you.